Hallo, moin, moin, hier bin ich wieder, euer Küchenzauberer. Lange nichts von mir gehört, aber ja, jetzt bin ich wieder da und ich habe ein neues Heft bekommen vom Monsieur Cuisine Connect bzw. vom Zaubertopf. Und da ist diesmal natürlich herbstlich Kürbiszeit. Und wie ihr seht, hier vorne ein wunderbar leckeres Kürbisrezept schon vorne auf dem Titelblatt. Und das hat mich so angelacht. Und da habe ich das doch tatsächlich auf der Seite 16 hier gefunden. Und nicht nur das, zu eurer Überraschung, es ist auch im Cooking Pilot drin. Also wer das Heft nicht hat, es ist überhaupt nicht schlimm. Und der kann es auch hier geführt kochen. Und so werden wir es auch heute machen. Ich werde es also hier aus dem Cooking Pilot nehmen und nicht jetzt hier aus dem Rezeptheft hier rauslesen. Ja, aber dennoch, es sind so viele leckere Rezepte da drin und das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Es soll 40 Minuten dauern und naja, ich schneide halt das Video kürzer. Ihr braucht natürlich nicht die ganze Zeit, die 40 Minuten dann dabei zu sein. Okay, dann fangen wir doch einfach mal an. An Zutaten, da brauchen wir 4 kleine ausgehöhlte Hokkaido-Kürbisse. Salz, dann brauchen wir die Blättchen von einem halben Bund platte Petersilie. Ich habe jetzt krause Petersilie, obwohl hier steht nur Petersilie. Dann Nadeln von einem Zweig Rosmarin, steht im Heft und im Monsieur Cuisine Connect im Cooking Pilot stehen 2 Zweige. Also ich habe jetzt mal 2 Zweige genommen. Dann brauchen wir eine Karotte in Stücken. Dann halbierte Zwiebel, eine Knoblauchzehe, dann 20 Gramm natives Olivenöl, 500 Gramm gemischtes Hackfleisch, dann frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Ich habe jetzt einen bunten Pfeffer genommen. Dann brauchen wir 500 Milliliter Wasser, 100 Gramm Tomaten, so grob klein gehackt. Und 200 Gramm Hokkaido-Kürbis. Ich habe 2 Hokkaido-Kürbisse hier und habe gerade so knapp 400 Gramm Fleisch rausbekommen. Und allerdings noch mit ein paar Kratzer aus dem vom Rand. Die sind da nicht so schön gewürfelt. Wenn ihr aber 4 von diesen Hokkaido-Würfeln, von den Hokkaido-Kürbissen nehmt, dann kriegt ihr schöne Würfel auch raus. Aber uns reichen diese 2. Den Rest fülle ich nachher um in andere Schälchen. Dann brauchen wir 2 Teelöffel Gemüsepaste. Das ist unsere Gemüsepaste aus dem Pilot. Dann 15 Gramm Schmand, 200 Gramm Gouda-Käse gerieben und 50 Gramm Kürbiskerne. Die sind nicht gesalzen, die sind naturbelassen. So, und als erstes, da heizen wir den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze einmal vor. So, und dann im nächsten Schritt legen wir die 4 ausgehöhlten Hokkaido-Kürbisse, so sehen die aus, wenn sie ausgehöhlt sind. Das sind also ganz viel, es ist wenig Fruchtfleisch, sage ich euch gleich. Also wenn ihr wirklich für 4 Personen das macht, dann kauft euch 4 Kürbisse so in der Größe. Die haben ungefähr ein Kilo an Gewicht, ein bisschen mehr. Und da dachte ich mir, 2 reichen da, da kriege ich 400 Gramm Kürbisfleisch raus. Dem ist nicht so. Also man kriegt gerade so, wenn man am Rand noch ein bisschen nachher mit aushöhlt, bekommt man diese 400 Gramm. Und ja, uns reichen jetzt diese 2 Kürbisse. Die kommen also auf ein Backblech und es kommen dann nachher mit dem Deckel für eine halbe Stunde in den Backofen. So, und dann steht jetzt schon hier gleich je nach Größe 30 Minuten im Ofen garen. Die gebe ich gleich rein, wenn ich die 200 Grad erreicht habe. Das ist noch nicht der Fall. In der Zwischenzeit, da geben wir die Blättchen von einem halben Bund Petersilie. Ich habe krause aus dem Garten gehabt.
gewaschen, getrocknet und geschleudert. Nein, nur getrocknet. Und die Nadeln von zwei Zweigen Rosmarin in den Mixbehälter geben. Das unterscheidet sich mit der Angabe im Heft. Im Heft steht nur ein Zweig Rosmarin. Hm? Da meine auch ein bisschen lose waren, also so nicht ganz dicht waren, ja nicht ganz dicht, habe ich auch zwei genommen. Gut. So, und die werden jetzt für 5 Sekunden auf der Stufe 8 zerschreddert. So. So sieht's aus. Und die werden jetzt erstmal umgefüllt. So. Und wie ihr schon wieder merkt, der permanente Einhandgriff ist mal wieder im Einsatz und super praktisch hierbei. So, und den verlinke ich euch natürlich wieder unten in die Infobox. Dann könnt ihr den direkt beim Wolfgang Mauer im Webshop bestellen für 29,99 €. Und bei Amazon und eBay ist er ein bisschen ist er teurer. Gut, die Kräuter, die stellen wir jetzt beiseite. Dann kommen die Karotten in Stücken in den Behälter. Jetzt, es ist hier auch keine Mengenangabe dabei. Also wie groß oder keine Gewichtsangabe. Ich habe jetzt zwei kleinere Karotten genommen und ja, ich denke, das ist in Ordnung so. Dann kommt die halbierte Zwiebel dazu. Dann eine Knoblauchzehe. Ich habe jetzt hier diesen großen, also es ist so ein, naja, so eine Knoblauch Zehe, weil wir mögen halt sehr gerne Knoblauch. So, Deckel drauf und jetzt für 6 Sekunden auf der Stufe 8 alles zerkleinern. So, und das ist dann richtig schön fein zerkleinert. Wunderbar. Und jetzt alles mit dem Spatel nach unten schieben. So. Dann kommt schon das Olivenöl hinzu. 20 Gramm. Ich gebe das so außenrum ein bisschen, dass es nicht direkt auf der Mitte vom Messer landet. Und das Ganze jetzt für 3 Minuten auf der Stufe 1 im Linkslauf bei 130 Grad anbraten. So, meine Lieben, die 3 Minuten sind um. Die Karotten- und Zwiebel-Knoblauch-Gemisch sind angebraten, angedünstet. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt das Hackfleisch schon hinzu. So, und jetzt geben wir schon einen Teelöffel Salz dazu. So. Und einen Teelöffel frisch gemahlenen Pfeffer. So. Ich denke, das genügt. Kann man immer noch mal nachwürzen. So, und während im nächsten Schritt nach 3 Minuten den Spatel, der dabei war, wenn ich den jetzt finde, da ist er. So. Den hier oben durch die Einfüllöffnung geben, damit das Hackfleisch wieder mit verrührt wird. Das ist so eine Drehhilfe dann quasi mit. So, hoppala. Nach 3 Minuten, also 7 Minuten, werden wir das jetzt anbraten auf 130 Grad. Ja, auf Stufe 1 im Linkslauf natürlich. Okay, dann sehen wir uns in 7 Minuten wieder. Bis gleich.
Ach übrigens, ja, die Hokkaido-Kürbisse, die habe ich schon in den Backofen geschoben und die Uhr auf 30 Minuten gestellt. So, 3 Minuten hat das jetzt gekocht und ich habe versucht, den Spatel jetzt mal hier oben reinzugeben, aber der kommt gar nicht ans Hackfleisch ran. Und dann habe ich im Heft nochmal nachgelesen und da steht das drin, also mit dem Spatel das Ganze nochmal umrühren. Das kommt mir auch ein bisschen logischer vor, weil der reicht ja gar nicht bis runter zum Gargut runter. Ist ja gar nicht so voll jetzt mit 500 Gramm. So, einmal durchgemixt und noch 4 Minuten weiter anbraten. Bis gleich. So, meine Lieben, das Hackfleisch ist angebraten. 7 Minuten war es jetzt darin. So sieht das Ganze jetzt aus. Es ist ein bisschen jetzt da so. Jetzt kann man sehen. Jawohl. So, und im nächsten Schritt, da kommen dann das Wasser hinzu. 500 Milliliter habe ich mir hier schon im Candy mal abgemessen. Aber die. Ah. 490, es war ein Stückchen unterm Strich, das reicht. So, dann kommt die Tomaten dazu, 100 Gramm in grobe Würfel geschnitten. So, und dann haben wir den Hokkaido-Kürbis. Und 2 Teelöffel nun von unserer Gemüsewürzpaste und habe ich euch, Moment, ja, ich glaube hier oben erscheint das jetzt, verlinke ich euch dahin. So, gute Teelöffel voll. So, was kommt noch dazu? Und noch mal einen halben Teelöffel Salz. So, und das Ganze jetzt mit Hilfe des Spates noch mal ein bisschen umrühren. Und jetzt 15 Minuten auf der Stufe 1 im Linkslauf bei 100 Grad jetzt kochen. So, hoppla, den da. Ich setze dabei aber jetzt den Messbecher wieder oben drauf, weil jetzt soll es ja richtig schön garen. Okay, dann sehen wir uns in 15 Minuten wieder und so lange braucht auch noch der Kürbis. Bis gleich. So, meine Lieben, die 15 Minuten sind nun um und jetzt kommt noch ein bisschen Schmand da hinzu. Ja, das ist noch recht, es ist recht flüssig. Also es sieht nicht so aus bis jetzt wie auf dem Foto im Heft. Oh, und die Kürbisse sind fertig, das ist wunderbar. So. Dann geben wir jetzt noch den Schmand hinzu. Und zwar brauchen wir 15 Gramm. Ich vermute, das ist ein Esslöffel. Ja, das waren 30 Gramm, 35, aber das ist egal. Fettes Geschmacksträger. Gut, und jetzt noch mal für 1 Minute Linkslauf. Das Ganze noch mal verrühren. Wir sehen uns in einer Minute wieder. So, ich habe auch schon in der Zwischenzeit die Kürbisse aus dem Backofen geholt. Und jetzt habe ich im Heft nachgelesen. Im Heft steht jetzt drin, dass man die vorher hätte leicht salzen müssen. Das stand im Cooking Pilot nicht drin, oder? Ich habe es überlesen. So, ich salze die jetzt halt mal nochmal nachträglich, so ein bisschen. Weil die kann man ja mit Löffeln. Hokkaido-Kürbisse, die kann man ja auch komplett mit Schale verarbeiten und auch komplett essen. Da ist die Schale eben essbar. Gut, jetzt wird das Ganze
in die Kürbisse umgefüllt. So. Und es ist halt eine Suppe. Es ist nicht so wie auf dem Bild ein Eintopf. Einfach zu viel Flüssigkeit. Aber ich habe das schon mal abgeschmeckt eben. Es schmeckt richtig lecker. Es schmeckt auch schön nach Kürbis und Hackfleisch. So, jetzt mit Gouda bestreuen. 200 Gramm sollte da verwendet werden. Das sind 250, also so eine komplette Tüte. Für die vier halt. Ich nehme da jetzt ja, so zwei gute Hände voll. So sind die jetzt gefüllt. Ich habe sie nicht ganz so voll gemacht, damit sie nachher noch zum Tisch transportiert werden können. So, und jetzt kommen sie für 5 Minuten noch in den Backofen. So, meine Lieben, ich habe die Kürbisse jetzt aus dem Backofen geholt, auf kleine tiefe Schälchen gesetzt, so dass man sie besser transportieren kann, weil die sind ja doch recht weich. Hier ist einer schon gerissen. Und dann wird einfach das Kräutergemisch und die Kürbiskerne noch mal oben drauf zur Garnierung. Und jetzt sage ich guten Appetit. Es sieht schon lecker aus. Zwar nicht so genau, wie es auf dem Rezeptheft. Na gut, das sind bestimmt Food-Designer auch am Werk gewesen. Und aber ich habe sie gekostet. Schmecken tut sie auf alle Fälle. Es rentiert sich, die Suppe einmal nachzukochen. Und ja, ich wünsche euch dabei viel Spaß. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Küchenzauberer.